So, Leute, willkommen zurück zu Gravitations... Wie will man Rush übersetzen? Egal, zu dem Spiel jedenfalls. Und letztes Mal haben wir hier in der zweiten Nebenmission den Soldaten geholfen, sein Luftschiff zu fixen. Und jetzt wollen wir wieder ganz schnell nach oben zum Kriegsschiff zurück. Denn wenn das so weitergeht, wird das nicht mehr lange in der Luft schweben können. So viel ist mal sicher. Aber volles Rohr! So, da oben ist es nämlich schon. Steht in Flammen. Selten ein gutes Zeichen. Sehr, sehr selten ein gutes Zeichen. Huch. Auf den Kriegsschiff ist ein Feuer ausgebrochen. Wenn der Rumpfzustand des Schiffes auf Null sinkt, stürzt es in die Stadt ab. Das ist nicht gut. Was? Voll bekämpft. Ergreift Feuerlöscher auf den Kriegsschiff oder Wassertanks aus der Stadt. Oh Gott, ich dachte, ich soll die Navy killen, aber gut. Bam. Okay, ich hole mir einen Feuerlöscher. Alles klar. Mann, lass mich in Ruhe. Vieh. Ich muss das Schiff löschen. Wie mit Stase oder? Jo, alles klar. Und dann jetzt einfach drauf. Oh, nice. Ich glaube, so funktionieren Feuerlöscher eigentlich nicht, Cat, aber wir akzeptieren es mal so. Da ist ein großes Feuer, deswegen glaube ich, ist das... Oh, schon gelöscht? Okay, krass. Piep, piep, piep. Uns erreichen Berichte über Brände in Vendecentre. Erst das Kriegsschiff, jetzt die Stadt. Sekatsu, du musst in die Stadt und die Brände löschen. Die Zivilisten in der Stadt haben Priorität. Aber ich kann das Kriegsschiff doch nicht einfach brennen lassen. Stellen Sie mich nicht vor die Wahl. Ich werde alles tun, um Sie und die Stadt zu retten. Oh je. Okay, wo finde ich Wassertanks? Werden mir auch irgendwie leider nicht angezeigt. Soll ich die Navy killen? Ich weiß es nicht. Weil die werden gerade angezeigt. Aber das bringt nicht wirklich was, ne? Guck, ob hier noch Feuerlöscher sind irgendwo. Ja, da. Da. So, machen wir erstmal das Schiff aus. Bom. Okay, das brennt jetzt schon wesentlich langsamer. Ist ja noch einer vielleicht? Ein Feuerlöscher noch? Das wäre voll nice. Nee, scheinbar nicht. Also langsam wie das Ding. Ich mache jetzt mal erstmal die Navy kaputt, weil die ganze Zeit angezeigt werden. Das irritiert mich. So. So schön mit dem Move. So weg damit. So. Aber die scheinen sofort neu zu spawnen. Alles klar. Gut, dann müssen wir irgendwo in der Stadt einen Feuerlöscher finden. Wassertank. Beziehungsweise wurde gesagt. Gott, wo finde ich hier einen Wassertank? Gerade sehe ich nämlich... Tja, wenn ich jetzt noch das Bild im Kopf hätte, wie die aussehen... Da tut mir leid, Leute, aber ich weiß leider nicht... Wie das... Kann ich einfach hier einen Hydranten nehmen? Nee. Wie sieht der Wasserkanister aus? Spiel, gib mir doch ein Verzeichnis doch auf der... Was? Ja, ich hätte gerne einen Hinweis vom Spiel... Wo das sein soll. Was hier sieht denn aus wie ein Wasserturm? Ist das ein, das ist kein Wasserturm. Ja, es tut mir leid, Leute. Aber ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ist das da der Wasserturm? Ist das da Wasser? Weil ich weiß, dass ich diese Dinger hier auch hochheben kann. Jawohl, okay. Dann löschen wir erstmal das... Es brennt wieder neu. Warum? Okay, ja, das funktioniert. Gut. Wo hatte ich das jetzt her? Da. Ich glaube, aber ich muss das Feuer in der Stadt erst löschen. Ich glaube, das war ist damit gemeint. Aber ich glaube, dafür ist jetzt schon zu spät. Na komm. Hallo, heb das hoch. Ich glaube, dafür ist es schon ein bisschen zu spät jetzt. So. Das hat nicht gelöscht. Was? Stimmt, ich hab ja nur voll drauf gezielt. Ah, das könnte nervig werden. Das könnte sehr nervig werden.
ja. Wenn mir angezeigt werden würde, wo ich Wasser kriege, dann könnte ich auch viel besser dagegen vorgehen. Wo war das denn jetzt? Da hinten. Also, einfach auf den Dächern gucken in Zukunft. Muss ich jetzt erstmal selber herausfinden, aber jetzt eh schon zu spät. Jetzt hat's geklappt, komisch. Und Rippschiff. Alle Mann das Schiff verlassen, bitte. Fail. Okay, aber dann bringt's ja gar nichts, das Schiff zu löschen eigentlich. Weil, ich meine, es wird ja nie ganz aus sein, offensichtlich. Kann's halt nur verlangsamen. Oh Gott. Ja. Oh Gott, das alles nochmal, den ganzen Dialog. Feels bad. Gut. Gut, probieren wir. Nein! Fail! Schon wieder. Breath of the Wild hat mich ihre Steuerung versagen lassen. Na gut, ich muss ja jetzt eh nicht kämpfen, wirklich. Also, so, bevor ich jetzt da hochfliege, machen wir das mal anders. Wo gibt's Wasser? Hier auf dem Dach. Ja, muss ja noch mehr sein. Das wollen wir nicht nur da gehen. Wasser. Okay, ich gucke einfach immer auf den Dächern. Ja, es wird immer auf den Dächern sein. Ja. Ich weiß schon Bescheid. Wow, so. Und einfach mal plumpsen. Guck mal, da ist mein Spezialangriff schon wieder aufgefüllt. So. Glitch. Und dann auf der anderen Seite löschen. Hörst du auf, mich zu belästigen? Jetzt habe ich den Feuerlöscher fallen lassen. Was ein Pisser. Ich wollte ihn eigentlich noch nehmen für einen Brand in der Stadt. Sag mal. Okay, gut. Das habe ich noch ausbekommen. Okay. Jawohl. Jetzt kriege ich hier wieder 10.000 Meldungen. Okay, also auf dem Dach sind Feuerlöscher. Auf den Dächern. Auf dem Dach sind einen. So. Also was heißt Feuerlöscher? Wasserkanister. So. In der Stadt brennt es. Gehen wir diesmal ein bisschen näher dran direkt am besten. So. Okay. So, auf zum nächsten Dach da hinten. Ich glaube, ich werde aber immer ein bisschen zwischen dem Schiff hin und her switchen müssen, so wie ich das den Dialog eben verstanden habe jedenfalls. So, Blom. Deswegen werde ich jetzt mal den nächsten Wasserbehälter wieder nach oben bringen am besten. Ich glaube, das wäre ganz angenehm. Oh, ja, perfekt. Jetzt wird das ganze Feuer sich nämlich etwas langsamer ausbreiten. Kann ich das Schiff nicht komplett löschen? Also es brennt halt gerade nur diese eine Stelle noch. Versuch das mal. Es hat eben, glaube ich, erst wieder angefangen. Jetzt brennt das Schiff gar nicht mehr. Es hat eben erst wieder angefangen zu brennen, als ich ein paar Navi gekillt habe. Jo. Da oben hat es auch gebrannt. Ich fliege lieber ein bisschen näher dran. Oh, nicht ganz so nah. So. Klatsch. Einfach den ganzen Kanister drauf werfen. Das ist schon... Hat schon was Lustiges. So, erstmal brauchen wir einen neuen Kanister. Und dann müssen wir schauen. Upsala. Wo es noch brennt. Beziehungsweise wo Rauch aufsteigt, da hinten. Da hinten! Auf und davon! Oh oh. Das Schiff brennt wieder. So. Ja, ich bin schon dabei. Brennen wir erstmal das Schiff wieder. Gerade geht das relativ fix runter. Oben wieder der Counter. Ganz schön stressig hier. So. Klatsch. Okay. Und. Es ist halt schon relativ langsam jetzt. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem mal aus. Also komplett. Vorerst. Ich würde mich wundern, wenn das... Was war das denn, Cat? Ich zieh...
Ich ziele da aufs Feuer und sie schießt es Kilometer weiter daneben. Okay. So, dann gucken wir jetzt, wo steigt Rauch auf? Rauch, Rauch, Rauch. Irgendwo Feuer? Da hinten. Ich brauch, da ist Wasser. Upsala. So. Das war trotzdem, das war ein komischer Wurf gerade eben. Voll drauf gezielt und kennt erstmal so, nö. So. Oh, was ist denn das für eine, was sind das für eine Hitbox-Abfrage gerade hier? Für eine Kollisionsabfrage. Wie nach solchen noch dran gehen? Jetzt los, da drauf werfen, bitte. Da. Danke. Ja, jetzt habe ich halt kaum noch Zeit, um das Schiff zu retten. Vor allem habe ich hier die ganzen Wasserbehälter jetzt verbraucht. Ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser da. Das ist ja gar nicht weit weg. Ja, ich glaube, das schaffe ich wieder nicht. Weil ich gebullshittet wurde. Schnell! Ja, 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 ich bin ja dabei. So. Lass mich in Ruhe. Okay, mehr Kanister bitte. Ich finde ja, find die halt immer nur ganz am anderen Ende der Welt. Gefühlt. So. Okay. Und jetzt bitte einfach treffen, Cat. Nicht wieder 10 Kilometer daneben. Ich wollte schon sagen, das sah schon wieder so aus. Boah, mein Gott. Das ist das letzte Feuer. Jetzt nur noch die Navy. Es ist mir egal, dass die Regierung einfach, sie einfangen wird. Ich kann nicht zulassen, dass sie die Stadt zerstören. Miau. Easy. Das machen wir jetzt direkt gnadenlos. Am besten von der Brücke aus da oben. So richtig broken. Okay. Hab ich auch nochmal getroffen. Einfach weggekickt. So. Das war ein solider Angriff. Ah, natürlich habe ich ausgerechnet den jetzt nicht getroffen. Schön unten runter. Haha, warum, Cat? Why you do this? Bam. So. Mein Hassgegner. Upsala. Ups. Bam. Okay, dann nicht. Ist okay. So. Und das letzte noch. So. Kommen jetzt erstmal neue wahrscheinlich. Nämlich. Hat der überlebt? Nee, dachte schon. Das war das letzte. Ich wollte gerade noch das kostbare Juwel einsammeln, was da in der Gegend rumflog. Seekatze, du hast einen direkten Befehl missachtet. Die Stadt war deine Priorität. Soldaten müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Opfer? Sie verhalten sich so, als sei das Leben eines Soldaten nichts wert. Sogar der Pilot, den sie im Stich gelassen haben, wollte sie unbedingt weiter unterstützen. Aber wie können Leute, denen nichts an ihrem Leben liegt, das Leben anderer retten? Warum wollt ihr alle so bereit für dich sterben? Es reicht jetzt, Seekatze, wir sind die Quallen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere persönlichen Befindlichkeiten im großen Ganzen im Weg stehen. Ja, die Quallen, ich weiß, wir wollen das Gleiche. Aber ich habe genug von diesem ständigen großen Ganzen. Wenn jemand meine Hilfe braucht, helfe ich. Punkt. Es tut mir leid, ich muss mein eigenes Ding durchziehen. Von jetzt an bin ich nicht mehr Seekatze, sondern einfach nur Cat. Seekatze, läufst du wieder davon? Ich habe doch gesagt, ich bin Cat und du bist Unica. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich dich so nennen. Ich laufe nicht davon. Ich beschütze die Stadt nur auf meine Weise. Leb wohl. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich würde sagen, da ist kein Platz für Cat, Leute. Definitiv nicht. Widerspricht doch ihren Prinzipien nahezu komplett. Und da fliegt das Schiff ganz langsam davon. Boah, das war echt anstrengend. Damn. Ich gab meine Uniform ab und kehrte zu den Quallen zurück. Das stimmt gar nicht. Wir haben die Uniform ja noch. In ihrem Eifer, Leben zu beschützen, haben sie seine Bedeutung aus den Augen verloren. Obwohl ich mit Yuri, Unica und den anderen Quallen nichts mehr zu tun hatte, waren die noch nicht fertig mit mir. Aber das erzähle ich ein anderes Mal. Hauptstory nehme ich mal an, weil es gibt ja nur zwei Nebenquests. Hey, der Ruf hat sich wieder verbessert. Müsste es jetzt nicht eigentlich mal Maxim sein, weil wir können theoretisch jetzt ja eigentlich nichts mehr machen. Hexe will Wächterin. Okay, es gibt
Ja, die ganzen Dialoge, die kennen wir alle schon. Und ich nehme mal stark an, dass jetzt hier auch nichts weiter... Ja, das heißt, wir haben jetzt nur noch die Hauptgeschichte abzuschließen. Okay, okay, Leute. Schnieke. Ja gut, dann würde ich sagen, was machen wir jetzt noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte die Hauptstory aber nicht starten, weil ich tatsächlich erstmal offscreen vielleicht ein paar Herausforderungen machen wollen würde. Also ein paar Herausforderungen, die wir schon gemacht haben. Deswegen gehe ich mal... Wir können ja eine Sache noch in diesem Part machen. Ich mache mal die allererste Herausforderung, die wir gemacht haben. Nur unter jetzt neuen und verbesserten Umständen, würde ich mal sagen. Weil wir einfach viel, viel, viel stärker geworden sind mittlerweile. Bin ich mal gespannt. Die erste, die wir gemacht haben, war, glaube ich, da am Brunnen. Man erinnere sich. Also ja, genau die hier. Das war die erste, die wir gemacht haben. Das ging darum, Nevi zu killen, oder? Gucken wir mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich so viel leichter ist. 1200 schaffen, beziehungsweise so viel wie möglich, okay. Dann... Bane! Bane! einfach weggeslidert. So, ja, ganz schön wenig Punkte nur. Ich weiß nicht, kamen hier auch größere? Ich glaube nicht, oder? Höchstens halt mit... Upsala. Höchstens halt mit... anderen Kernen. So, Zeit verlängert. Ah, hier sind welche. Komm, dann machen wir einfach mal den hier, ne? Warum nicht? Bam! Ah ja, da sind größere Gegner. Ah, da habe ich sogar noch einen mitgegeben. Schwerkraftkontrolle. Nee, was? Schwerkraftanomalie. Was auch immer das bedeutet. Was hat das zu bedeuten? So, komm her. Komm her. Komm her, du Vogel. Oder ich weiß immer noch nicht, was du bist. Schneckenfrosch. So. Ja, nice. Kann man mal machen. Und jetzt schon Silber. Ja, das ist deutlich angenehmer. Sehr schön. Bin ich sehr gespannt, die ganzen Missionen nochmal zu machen. Sind weitere Feinde aufgetaucht? Ja, warte mal. Also, wir müssen mal die Kleinen hier killen. Okay, und ab da loopt's wieder. Alles Klärchen. Und mit ein paar, upsala, stärkeren. erstmal gekonnt daneben fliegen. Ich ziele einfach kilometerweit in die Ferne. So, bam, die bringen 10, bringen die einen auch nur 10. Also die hier, die sind ein bisschen größer. Ja, die bringen auch nur 10. So, wenn sich jetzt gleich unsere Spezialtechnik aufladen würde, wäre das perfekt für die größeren Gegner, die da hinten schon warten. So. Wir können uns eigentlich echt chillig Zeit lassen. Wow! Und wieder mein Lieblingsmove. So. Ja, easy geschafft, würde ich sagen. Und da ich keine Lust habe, dass es jetzt unendlich lang so weitergeht, lassen wir jetzt die Zeit ablaufen. Wir haben Gold, mehr wollte ich nicht. Hier, erstmal den halben Stand auseinanderreißen. Friss das! Moment. Hier. Huch, da. Ich treffe dich, obwohl sie direkt vor mir stehen. Huch. Die Lebensenergie gerade verschwunden. Direkt vor meiner Nase. Zack, plopp, einfach weg. Tja, was kann ich machen? Ich kann mich nicht hinsetzen, ne? Kann ich mich hier hinsetzen? Gibt es eine Hinsetzfunktion? Ich glaube nicht. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Oder ich stehe einfach in der Luft. Das ist auch okay. Damit kann ich auch leben. Das ist in Ordnung. Wow. Upsala. Jo. Yeah! In die Luft treten. Und da läuft die Zeit ab. Wir hätten das jetzt auch wieder mal ewig so weitermachen können. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile Standard bei diesen Töte möglichst viele Navy-Missionen. Apropos Herausforderungen, gab es nicht auch welche unten? Da, wo wir die Kinder gefunden haben? Weil irgendwie würde das ja heißen,
dass wir die verpasst haben, oder? Können wir da mit Hilfe von unserem alten Freund auch wieder hin? Das wäre mal interessant. Na gut, Leute, aber ich gehe jetzt mal tatsächlich hier nach Hause. Ich gehe nach Hause, hab keinen Bock mehr. Und schlaf da erstmal, um da zu speichern. Beziehungsweise, warte mal, ich kann nicht ja... Ach, wobei, nee. Sagen, sollen wir noch was aufbessern? Weil wir haben, glaube ich, wieder ein paar Steinchen. Ich kann noch nicht alles aufs Maximum bringen, tatsächlich. Das geht noch nicht. Nehmen wir die Geschwindigkeit. Einfach, damit die Rennen leichter gehen. Der normale Kick. Weiß ich nicht, ob ich den brauche. Das Stasisfeld könnte nützlich sein für diese Tragmissionen. Und das hier einfach mal, weil es ein cooler Move ist. Gut, Leute. Dann jetzt aber. Ab nach Hause. Nein, nein, nein. Ja, sehr schön. So, nach Hause. Gut, Leute, dann beende ich den Part mal wieder hier in unserer Wohnung. Aber schon lange nicht mehr gemacht. Das war's mit Gravity Rush für heute. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.